Die Zeit verwandelt uns nicht, sondern sie entfaltet uns. Namaste, Gruß Rat und herzlich willkommen bei einer neuen Krypto TV. Hallo, grüß euch. Heute wird es sehr spannend. Heute machen wir eine Zeitreise. Vorne geht es ganz eine tausende Jahre in die Zukunft, 5 Jahre gerade. Aber diese 5 Jahre, die zahlen sie aus. Es bringt uns eine glorreiche Zeit, wo die Menschen fair miteinander leben und alles haben, was sie brauchen. Doch auf das gehen wir doch noch etwas später genauer ein. Zuvor möchten wir euch den vorstellen, der hat nämlich darüber ein Buch verfasst, von einer echten Erlebnis einer Zeitreise. Und zwar, das ist der Leo Urlauber, der Guru Bauchi, er hat viele Namen wie ein Indianer. Hallo Bauchi. Ja, Also, Bauchi, einfach Bauchi, oder? Einfach Bauchi, ich finde, Bauchi finde ich am allercoolsten. Ja, finde ich auch ganz cool. Das sind halt so Künstlernamen. Ja. Wie gesagt, du, ein Indianer, wenn der durch sein Leben schreitet, verändert sich, wie wir alle auch, nicht nur Indianer. Und die sind so gescheite Indianer, die geben sich dann neue Namen. Weil sie wieder ganz was anderes sind. Wenn man zurückschaut, ist man in der Zukunft oder in der Gegenwart von der Vergangenheit wieder gewachsen, im positivsten Fall. Und so sind deine Namen auch. Sie sind sehr positiv. So sieht man, dass du dich mit gewissen Projekten beschäftigst. Jeder Name kann man fast ein Projekt von dir zufügen, würde ich sagen. Ja? Weil der Bauchi, der war schon bei Jo Konrad in Bewusst-TV und allerlei anderen Medien, hat er schon seine Projekte vorgestellt, wie Woodstock, oder du hast einmal dich selbst zum König erklärt und alle anderen dann angeraten, dasselbe zu tun. Aber erzähl selbst über die Projekte und die Verbindungen zu diesen Namen dazu, bevor wir zur Zeitreise kommen. Also die Namensgebung hat bei mir vor allen Dingen damit zu tun, dass man sich über seinen Namen in aller Regel identifiziert. Ich sage, wie ich heiße, dann sage ich in dem Moment ja, wer ich bin. Und wenn man das halt immer sich damit identifiziert, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass man auch wirklich glaubt, dass man dieser ist. Das ist mir auch passiert. So bin ich knapp 30 Jahre mit dem Namen Georg Beres rumgelaufen, in Ermangelung eines anderen Namens. Aus dem Hause Beres. Und dachte, ich sei dieser Georg Beres. Und nur der. Das ist so aber nicht ganz richtig. Und ich habe das halt in den letzten 11 Jahren halt in ausgiebigen Feldversuchen, Projekten, auch mit diesen Namen, die ich mir dann, also die teilweise gar nicht mir ich gegeben habe, sondern andere mir den gegeben haben. Zu gefallen sind. Also Jesus zum Beispiel war definitiv nicht einer von den Namen, die ich mir gegeben habe. So haben mich ständig andere Leute genannt. Und ich habe den Namen ja auch nur zum Teil übernommen, ich habe gesagt, Bruder, mit der blasphemischen Aktion verbunden, mich mit Jesus auf Augenhöhe zu begeben, weil ich durch mein Studium des Neuen Testamentes halt eben genau festgestellt habe, dass er das überhaupt nicht wollte. Er hat, also steht, könnt ihr gerne überprüfen, im Neuen Testament nicht einmal irgendwo auch nur ansatzweise sowas geschrieben wie kniet vor mir nieder und betet mich an. Das ist aber genau das, was ich auch damals, als ich noch gläubiger Christ war, aus der katholischen Elternhaus mit jeden Sonntag in die Kirche gehen und solche Sachen. Das überhaupt gar nicht konnte, anders als weil das ja um mich herum alle taten. Und wenn sich alle gekniet haben, musste ich mich auch knien. Das hat mir immer schon widerstrebt. Weil da steht, liebe Brüder und Schwestern, jedes einzelne Mal, wenn Jesus mit irgendwem um sich herum irgendwie spricht, nennt er die Brüder und Schwestern. Und der Pfarrer oben am Tabernakel während der Predigt hat das auch getan.
Und Tabernakel? Das heißt überhaupt nicht. Ja, ich bin froh, dass ich gar nicht mehr weiß, wie diese ganzen Dinger davon. Ich glaube, das große, dicke Ding ist, das ist der Altar, ne? Alles Sachen aus meiner Kindheit, die ich auf meiner Festplatte nicht mehr brauche. Meine Eltern würden jetzt wahrscheinlich graue Haare bekommen, wenn sie es schon hätten, aber ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Auch hier, wenn jedenfalls auf jeden Fall der Pastor dann halt dann mit seiner Predigt dann vorne also auch immer wieder Brüder und Schwestern hörte. Und trotzdem, diese Geste des Niederkniens, die eigentlich etwas mit jemand anderem über sich selbst erheben zu tun hat, und als ich das Neue Testament nur aus der Perspektive der römisch-katholischen Kirche kannte, hat das alles für mich auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ich bin 18 Jahre vollgestopft worden, nicht nur jeden Sonntag, mit irgendwelchen Zitaten von Jesus und irgendwelchen tollen Erzählungen über Geschichten, die er erlebt hat und bla bla bla. Und erst mit 30 bin ich an den Punkt gekommen, wo ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, was es mit diesem Mann denn eigentlich wirklich auf sich hatte. Über die Bibelberichterstattung hinaus. Mhm. Und da ist mir so einiges dann dazu gekommen, was mich das alles auf einmal sehr auf andere Weise hat sehen lassen. Da braucht man überhaupt gar nichts von zu erzählen. Da kann sich jeder sich dafür interessieren, selber mal für interessieren. Es gibt Sachen wie Apokryphen oder das Thomas-Evangelium. Die Bücher, was der die Bibel aufgenommen hat. Also was ich Granate fand, war das Thomas-Evangelium. Super geil. Man müsste es vielleicht mal auch in eine neue Terminologie übersetzen, die ein wenig zeitgemäßer ist. Mhm. Also ich habe nach diesem Buch jetzt letzte Woche noch eins rausgebracht, das Buch vom Universum. Da habe ich quasi das gleiche mit dem Tao Te Ching von Lao Tse gemacht. Ich habe die 81 Kapitel, die er da geschrieben hat, aus dem Deutschen heraus ins Deutsche übersetzt. In eine andere Terminologie, die leichter verständlich ist. Zeitgemäß, ja. Und das sollte man, kann man hier gerade mal anregen, gibt ja genug Leute, die interessiert sind, auch vielleicht das mal angeben möchten, das Thomas-Evangelium mal ein bisschen deutlicher, verständlich schreiben, da würden den Leuten die Augäpfel aus dem Kopf fallen. All die vor allen Dingen ihr Leben lang in die Kirche gegangen sind und diesem mystischen Blabla letztendlich nichts weiter abgewinnen konnten als ein gewisses Gefühl der Andacht. Oh, das klingt wirklich scheiße. Aber wer ist in der Lage, in seinem Alltag so zu handeln, wie Jesus uns das da tatsächlich auch sehr häufig, also immer wieder nahelegt. Ich bezeichne den Jesus eigentlich, wenn man mal zeitgemäß heute interpretieren will, war nichts anderes als ein Hippie und ein Schamane. Und wie dies erst, wie du mir das erste Mal aufgefallen bist, das ist schon länger her, so 2008, 2009, da hast du die Aktion Woodstock gestartet. Ja? Ja. Das ist also Hippie, schamanisch, in dem Stil, bist du ja, glaube ich, von Stadt zu Stadt in Deutschland gefahren mit einem Bus. Und hast die Menschen, glaube ich, dafür animieren wollen, dass so ein Fest des Friedens, dass man einfach brüderlich, geschwisterlich sie erkennt und nicht mehr aufhört mit dem Fest. Also das Ding ist... Was war der Grund oder die Intention und wie hat sie das... Wir hatten halt gedacht, damals so im Rahmen von Aufklärungsarbeit und sowas halt alles, den Leuten eine brauchbare Alternative für den Sommer zu geben. Mhm. Eine brauchbare Alternative zu dem, was sie ansonsten bisher im Angebot kennen. Vor allen Dingen Leute, die gerne einfach mal feiern. Und zwar nicht unbedingt exzessiv. Ja. Ich rede gerade nicht von saufen, bis der Arzt kommt und sich solche Drogen im Kopf hauen. Du hast ja das Geschwisterliche hier wenigstens. Ja, genau. Ja. Und das war halt so, damals haben wir halt gesagt, lasst uns das einfach selber machen. Wir fragen nicht um Erlaubnis, sondern wir installieren dieses Festival, das in jeder Stadt, in jedem Park, an jedem Ort, der sich anbietet, stattfinden kann, wenn wir da einfach hingehen und da Party machen. Ja. Und wer eine Bühne hat, der
ist eingeladen, sie dahin zu stellen. Wer eine Band hat, ist eingeladen, darauf zu spielen. Man kann Speakers Corners einrichten. Man kann das Ganze vor allen Dingen machen, indem man einfach seinen Müll abends wieder mit nach Hause nimmt, selber. Und dann hat niemand ein Problem damit. Und da kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt. Wie, wie man dann richtig hinkommt, ist es nicht auch in dem Buch Eros beschrieben, dann von dem Okie Talk Fest, was da drin steht. Gehen wir noch vielleicht später auf das genau ein, weil das wird zu dem dann auch ganz gut passen, glaube ich. Okay? Eine Aktion, was auch älter ist, wie ich schon erwähnt habe, du hast dich mal selbst zum König erklärt. Und hast die anderen animieren wollen, sich selbst auch als souveräner Mensch, eigentlich als souveräner Mensch zu sein. Aber du hast es so witziger mit Humor verbunden, ja, hast es mit König gemacht. Ich musste mich da, ich habe da ja selber erstmal vorher gedacht, dass ich drei Tage gebraucht habe, bis ich das kapiert habe. Damals, 2010, November, 2006. November 2010, glaube ich, gab es eine Demo fürs BGE vom Brandenburger Tor in Berlin. Und da haben die von der Krönungswelle diese Krönchen an alle verteilt und haben alle zu Königen gekrönt. Und das Ganze war aber irgendwie im Rahmen einer Werbeaktion fürs BGE, fürs bedingungslose Grundeinkommen. Und in der Krone stand aber irgendwie was drin, was eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hatte. In der Salzburger Krone? Ne? So, in der Krone, die wir verteilt haben. Diese goldenen Kronen. Und da stand von Thomas Michael Sennheiser ein Zitat drin. Wenn jeder König von sich selbst ist, braucht niemand mehr König über jemand anders zu sein. Der für mich passende Spruch für das BGE-Werbepaket ist eigentlich vielmehr, was würdest du tun, wenn du nicht arbeiten gehen musst? Das stand da aber nicht drin. Sondern da stand drin, wenn jeder König von sich selbst ist, braucht keiner mehr König über jemand anders zu sein. Und das hat drei Tage gedauert, bis es bei mir dann irgendwann mal, bis der Groschen gefallen ist und ich gemerkt habe, wie sehr das über das bedingungslose Grundeinkommen hinausgeht. Und da habe ich gesagt, okay, ab hier splice ich das von dem Gedanken des Grundeinkommens, den ich auch heute selber gar nicht mehr so toll finde. Aus bestimmten Gründen. Es hat nämlich wieder nichts mit Eigenständigkeit zu tun. Wieder fordern wir oder bekommen von anderen etwas. Und ich habe damals schon gesagt, wir brauchen über ein bedingungsloses Grundeinkommen, das noch nicht mal an die Bedingungen geknüpft ist, dass es mit Geld zu tun habe. Ja, es geht einfach um Essen. Automatisch ein bedingungsloses Beisteuersystem. Also ein Steuersystem. Da das eine aber nicht gegeben ist, kann kein Topf entstehen, wirklich, aus dem das andere gezahlt werden könnte. Wenn wir aber von diesen Dingen reden und von einem bedingungslosen, wirklich bedingungslosen Fluss der Dinge, die wir brauchen, um zu überleben, dann brauchen wir gar nicht mehr über ein bedingungsloses Grundeinkommen zu reden, weil dann hat nämlich jeder ein bedingungsloses Einkommen. Selbstverständlich. Wenn diese zwei Elemente halt eben gegeben sind, dass ich geben kann, was ich kann, und nicht was gefordert wird oder was ich nicht habe, sondern das, was ich übrig habe und freigeben kann, wenn ich allein mich darauf konzentriere, das beizusteuern, einer Gemeinschaft, dann ergibt das Ganze einen Pool von beigesteuertem und gemeinsam nutzbarem Zeug, für das wir normalerweise gewohnt sind, arbeiten. Entsteht Gefühl aus dem. Und ich brauche es ja gar nicht zu besitzen. Mir reicht es ja, wenn ich es nutzen kann. Ja, bei gewissen Sachen ist es sinnig, dass jeder sein eigenes hat. Ja, aber wenn es bei Fahrrad, dann nimmst du den Fahrrad aus dem Fahrrad und fährt damit. Im Buch finde ich sehr interessant, da erzählt der Nathan von Schiebereglern. Voll geniale Idee. Da ist einfach alles, was beigesteuert wurde, da ist einfach so ein kleiner Schieberegler drauf, wahrscheinlich das letzte, was in China in Masse produziert worden ist, drauf, ein Ding da drauf, wo du rot oder grün schieben kannst, wie an der öffentlichen Toilette.
Und wenn da grün ist, steht das zur freien Verfügung für jeden. Und wenn es besetzt ist, weiß jeder, alles klar, das zu stehen, wird gerade irgendwie gebraucht oder hat irgendeinen Sinn, dass es da gerade. Klick und klar und für jeden da. Mega simpel. Viel simpler, als sich Steuerrecht drin schlau zu machen oder solche Sachen. Und auf diese Weise hat man dann halt eben quasi gleichberechtigt auch. Man kann dann in Symbiose leben, was nicht unabhängig bedeutet. Ja. Und da ist das sehr sinnvoll, wenn diese Gemeinschaft aus gleichwertigen Mitgliedern besteht, die in dem Fall dann tatsächlich, dadurch, dass sie gleichwertig sind, alle Könige von sich selbst sind. Und frei, selber in ihrem Leben zu entscheiden, was sie dann erleben möchten und wie. Also auch Herr über die eigenen Gedanken zu werden. Auch meine Denkweisen darf ich mir selber aussuchen. Und ich darf sie sogar äußern. Warum darf ich das? Weil ich mir das als König erlaubt habe, das zu tun. Mir wäre völlig egal sein lassen, was die anderen Könige von sich selbst dazu quatschen. Da zählt auch immer noch, lass die Könige reden. Genau das geht es ja. Gerade in diesem Buch geht es darum, dass alle Menschen souverän sind, dass das über das bedingungslose Grundeinkommen so weit hinausgeht, dass einfach jeder frei seine Wohnung hat, was ein Grundrecht ist für jeden Menschen. Strom zur Verfügung, ja, wobei der Strom ja auch wieder viel positiver, aus positiveren Quellen kommt, wo er jetzt herkommt, ja. Man hat die Verkehrsmittel frei, alles ist frei, aber keiner ist faul, jeder ist viel mehr ambitioniert, sich in die Gesellschaft einzubringen. Da gibt es sehr viele veranschauliche Lösungen in dem Buch. Nur wie es einfach zu dem Buch gekommen ist, da sollten wir jetzt vielleicht drauf eingehen. Genau. Weil wir haben ja eine Zeitreise. Ich habe noch was gerade durch den Kopf, weil ich hier in Österreich bin und in Österreich der Joe Kreisel als Freeman ja viel bekannter ist. Mhm. Auch, die Welt, die da beschrieben wird, die könnte man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn Joe Kreisel den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. So in der Art ungefähr. Alle kommen miteinander parat, alle sind gleich viel wert, keiner fordert mehr was vom anderen. Joe Kreisel sagt da nicht Österreich, sondern Ehrenösterreich. Ehrenösterreich, grottengenial, so solltet ihr das alle nennen, finde ich super geil. Ja. Weil das ist aber auch das Ding, ne? Solange ihr es Österreich nennt, werdet ihr es als Österreich wahrnehmen. Fangt an, es als Erlösterreich wahrzunehmen, ihr lebt in einem völlig anderen Land, und zwar aus euch selbst heraus. Darum geht es in dem Buch halt auch sehr viel, dieses aus sich selbst heraus wahrnehmen. Ich würde vorschlagen, weil es... Wenn man, du fängst es einfach an, mal dieses Buch als Einstieg am Anfang zu erklären, wie es von der Gegenwart, wo jetzt doch viele Menschen, ich betone, meinen, dass sie in keiner gerechten Welt leben, ja? Und wie der dann in diese Zukunft reist und dann diese Welt, diese Paradieswelt erlebt, ja, wo man auch diese Lösungen besprechen, wo man sieht, dass die jetzt schon ausführbar sind, die sich, also ne, seit, das Buch ist jetzt seit knapp 2 Monaten, ein bisschen länger raus. Also es ist ganz schnell rausgeschossen, ja. Es ist rausgeschossen, es ist halt, es stand halt letzte Woche schon auf der ersten Bestsellerliste auf Platz 1. Dieses Jahr hat es der Nathan erlebt und in diesem Jahr ist das Buch sofort schon rausgekommen. Ich habe das ungefähr in 3 Wochen dann letztendlich. Auf Radio Hockey Talk ist es sowas von heiß diskutiert worden. Es hat da so tolle Gespräche gegeben, so viele Menschen hat das schon fasziniert, das Buch, dass schon Gruppen gebildet worden sind, wo sie versuchen, diese Lösungen mitzuerleben und vorzuleben vor allem. Ja. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben im Hockey-Talk einen eigenen Raum, das ist die Agenda 2020, in der es quasi darum geht, diese Welt von 2020 aufzubauen. Und nicht das zu versuchen, sondern das gemeinsam zu tun mit dem Wissen, es liegt an uns. Vielleicht verzögern wir einfach. Fangen wir einfach mal ganz kurz an. Fangen wir mal, setzen wir uns alle in der Zeitmaschine. Der Hauptdarsteller in dem Buch, das ist der Nathan, der erlebt diese Zeitreise. Und Patrick, verzögern wir einfach mal, wie es angefangen hat mit dieser Zeitreise und wo dann überall hineingeschlittert ist. Ja? Also ich kann. Viele Lösungen haben auch auf CryptoTV schon gezeigt, ob sie in der Bildung mit den Kindern geht und so, ja, da steigen wir dann alle mit drauf rein. Es ist halt, wir sind im Sommer am Strand gewesen und ich erinnere mich noch, wie Nathan da am Strand gelegen hat, auf seinem Handtuch, und die anderen waren im Wasser
Und als wir wieder dann zurückkamen zum Nathan, war der irgendwie ausgewechselt. Und auf der Fahrt nach Hause sah ich schon so, ey, Alter, was ist los in deinem Kopf? Mach mal Mund auf, was passiert? Und dann erzählt er mir eine Geschichte, also uns allen anderen auch. Also fängt erstmal sehr stockend an und hat uns das dann abends alles dann nochmal erzählt. Und ja, wir sind, das kann nicht wahr sein, das darf ja nicht wahr sein. Sowas denkt der sich normalerweise nicht aus. Er ist nicht so der Typ, der dann jetzt keine Ahnung will. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was an diesem Tag passiert ist. Aber hier steht eine Geschichte drin, die er mir erzählt hat, die er an dem Tag erlebt hat und auch seit dem Tag wirklich wie ausgewechselt ist. Also er hat am Strand gelegen und währenddessen ist im Meer, also eigentlich auch im Meer waren, ist der in 2020 gewesen. 5 Jahre in die Zukunft. Fünf Jahre in die Zukunft und wo wir, keine Ahnung, vielleicht, wie lange sind wir im Wasser gewesen? Eine halbe Stunde maximal. Aha. Ist er ungefähr 2 Tage am gleichen Ort, an dem Strand, wacht er auf seinem Handtuch in 5 Jahren auf. Und dann merkt er erstmal, dass da irgendwie alles ein bisschen anders ist. Es ist alles so grün. Was man auf der Insel normalerweise, also Mallorca, nicht kennt im Sommer. Da ist eigentlich immer alles kahlgrau. Und dann geht er halt eben den Weg, den wir kennen, normalerweise, wo dann halt vorher, wo wir mit dem Auto da lang gefahren sind, sagt er, da ist kein Weg mehr, da ist jetzt eine Lagerfeuerstelle und der Weg ist voll zugewachsen und man kann ihn als Weg noch benutzen, aber da, das ist alles voll mit Büschen und ist zugewachsen. Und ihr wart nicht mehr da? Wir waren nicht mehr da, keiner war da und dann findet er halt eben da ein Häuschen, also ein Häuschen, das ich sehr gut kenne, weil ich mir selber schon angeguckt habe und die Idee hatte, boah Mensch, ja, müssen wir doch eigentlich, müssen wir das noch aufbauen, wieder so, wer hat das denn hier wieder und so. Das ist auch eine von unseren Aktionen letztes Jahr auch auf Mallorca gewesen, mit dem IHR gegründet, das Intergalaktische Hilfe- und Rettungskommando. Cool. In dem es darum geht, Immobilien, die ungenutzt rumstehen und verfallen, nicht mehr zu besetzen, sondern zu sichern, und zwar quasi auf Tagebasis. An den Tagen, wo ich an dem Haus was tue, wo ich, damit es wieder in einem schöneren Zustand ist, kann ich darin auch leben. Mhm. So, ne? Und das Haus ist halt, das steht dann halt da, aber ist halt völlig schön hergerichtet. Richtig toll wieder. Und in dem Haus trifft er Samira und Samira erzählt ihm, was in den nächsten 5 Jahren passiert ist. Ich fange mal vor. Samira lehnt sich im Stuhl zurück, atmet tief durch und fängt an zu erzählen. Also, auch wenn du das Jahr 2015 zur Hälfte schon erlebt hast, wenn du sagst, das ist für dich Mitte Juli, was soweit ich weiß gerade auch ist, hast du noch nicht mitbekommen, dass 2015 für sehr viele Menschen ein Jahr großer Veränderungen war. Vor allem die zweite Jahreshälfte war eine Zeit des großen Wandels und wir stecken da mittendrin. Dieses Buch bewahrheitet sich in den letzten Wochen immer mehr, das Faszinierende. Der Wandel ist sehr verspürbar, das ist sehr viel. Hammergeil. Wie das im Genauen aussah, erzählen dir mit Sicherheit in Kürze viele andere, also beschränke ich mich auf das Wesentliche, den Kern. Das, was damals fast schlagartig zu ändern, sich begonnen hat. Die politische Situation spitzte sich damals sehr dramatisch zu. Das haben wir gerade aktuell. Und wir standen vor einem großen Krieg in Europa und der ganzen Welt. Wissen wir auch, dass wir davor stehen? Wer das noch nicht begriffen hat, bitte guckt mal, versichert euch davon und dann wisst ihr auch, habt keine Angst, sondern wisst, dass das daran liegt, was wir 2020 erleben, ob wir den einen oder den anderen Denker stößen können. Denn doch zu viele Menschen hatten damals schon verstanden, dass es keinen Krieg geben wird, wenn wir alle keinen austragen. Immer mehr von uns begannen, die Vorgaben von oben zu ignorieren, den Gehorsam zu verweigern und selbst die eigene Autorität zu sein. Da haben wir die Königin nicht selbst. Das Internet half uns damals dabei, uns grenzübergreifend zu organisieren. So konnten wir uns allen gegenseitig helfen. Und wir begannen, jeder für sich, aber keiner allein,
das zu tun, was wir selbst für richtig und sinnvoll hielten. Und es begann auf allen Ebenen gleichzeitig. Eltern und Kinder taten sich zusammen und ließen die Schulpflicht einfach links liegen. Viele gingen nicht mehr zur Arbeit. Die Part von Zelda war noch einmal viel mehr, viel interessanter. Da haben wir auch schon Woodstock. Naja, noch nicht im Rocky Talk Festival mit 2 Millionen Leuten, sondern halt aber die Parks und Zelda werden interessanter, weil da auch immer noch die anderen Leute rum, mit denen man einfach wieder ganz andere Sachen machen kann, als zur Arbeit zu gehen und zu knechten. Und trotzdem überleben und viel besser. Mieter zahlten ihre Mieten nicht mehr, wodurch Vermieter nichts mehr an die Banken zurückgeben konnten. Hochrangige Banker kündigten ihre Jobs und zeigten sich solidarisch. Selbst Politiker sagten auf einmal Dinge, mit denen sie sich auch identifizieren konnten und traten von ihren Ämtern zurück. Das hat Obama jetzt noch nicht getan, aber gestern oder vorgestern hat Obama im Fernsehen Sachen vom Stapel gelassen, die nicht dementsprechend, was normalerweise auf seinen Teleprompter steht. Um es bildlich auszudrücken, haben die Menschen die Hierarchiepyramide einstürzen lassen. Es kam zu Unruhen, aber die waren nicht wirklich größer als die Unruhen davor. Sie wurden kompensiert durch eine Ruhe, die auf einmal möglich war, weil immer weniger von uns dem Dauerstress des damaligen Systems ausgesetzt waren. Das ist auch was schon seit Jahren eigentlich passiert. Sehr, sehr viele Menschen in Deutschland beziehen Hartz IV und sind dadurch um einiges mehr raus aus diesem Hamsterrad. Mhm. Nicht alle. Mhm. Aber die leben nicht nur einfach asozial, die leben einfach ihr Leben ein wenig anders. Es gibt genug Hartz IV oder Arbeitslosen, wo sie in den ehrenamtlichen Gebieten das sowieso, oder soll nicht irgendwer Fehler machen, meine Hartz-IV-Empfänger sollen grundsätzlich faule Socken. Mhm. Nein, ja. Es gibt ganz klar separate Beispiele, die bewegen sich sogar sehr viel im ehrenamtlichen oder im freundschaftlichen Bereich oder brüderlichen oder schwesterlichen Bereich. Ne? Ja. Und das ist halt, das sind Dinge, die gerade wirklich sehr aktuell passieren. Und also für mich ist das halt auch so. Ich habe dieses Buch eigentlich eher. Ich habe dieses Buch eigentlich eher als erster gelesen, als dass ich es geschrieben hätte. Ich bekam von außen Impulse, habe dann meine Finger auf die Tastatur gelegt und habe die einfach machen lassen. Und habe geschrieben, so wie ich jetzt auch einfach rede, was mir so durch den Sinn kommt. Automatisch. Und dann, ich habe es, es gibt Leute, die würden wahrscheinlich sagen, ich hätte es gechannelt. Aha. Und das ist einfach nicht meine Ausdrucksweise, nicht meine Terminologie, aber letztendlich ist es genau das Gleiche. Und ich bin, also da stehen etliche Sachen drin, die ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das geschrieben habe, unmöglich wissen konnte. Mhm. Die ich einfach noch nicht wissen konnte, vor allen Dingen nicht, wie sich das alles gestalten würde. Und in den letzten Wochen gestaltet sich das. Dieses Buch wird auf einmal, sehen wir in der Materie Dinge vor uns, die in dem Buch drinstehen. Und ich finde es sehr interessant, weil auf die Weise ist das nämlich tatsächlich nichts weiter als eine Spielanleitung. Ne, die sich jetzt auch in der Gruppe getroffen haben, wir spielen dieses Spiel. Wir installieren in uns die Wahrnehmung von 2020, jetzt schon. Wir warten da gar nicht bis 2020 drauf, sondern jeder, der möchte, kann das im Hier und Jetzt schon mal, hier und jetzt diese Zeit, ja mal diese Zeitreise machen. Wir haben uns ja bitte gesagt, dass jetzt 2015 ist. Das ist doch auch wieder nur was, wo wir uns drauf geeinigt haben und es auch nur da wahrgenommen wird, wo es wahrgenommen wird. Repräsentiert das Disney Big Brother? Stehen wir morgen früh auf und spielen ein bestimmtes Spiel, in dem du dich nicht erinnern kannst, welches Jahr wir gerade haben. Das ist ein lustiger Tag. Geht mal raus und wisst nicht, welches Jahr gerade ist. Wichtig ist, dass man mit der Zeit was anfängt. Ja. Und ansonsten sagt einfach 2015, sagt nur ein Entwicklungsstand bei einer gewissen Gesellschaft aus. Und das Schöne ist, ich brauche nicht darauf zu warten. Bevor wir mit Bauchi weiterreden, möchten wir euch zuvor noch 3 Playlisten vorstellen, die wir auf den CryptoTV YouTube-Kanal abgespeichert haben. Ja, diese Videos in diesen Listen sind von höchster Wichtigkeit zur Weltrettung und unabdingbar und passen zu Bauchis Buch perfekt.
wie ihr den YouTube-Kanal findet, um diese Playlisten, die wir hier zeigen, ansehen zu können, werden wir euch dann, wenn es um das Thema Schulwesen und Bildung geht, zeigen. Ah ja, und wir werden diesen Film, den ihr jetzt gerade anseht, in genau einer Woche auch noch auf YouTube hochladen. Und in der Mediathek von FS1 auf www.fs1.tv, ja, da werdet ihr die Videos ebenfalls finden. Ja, und so könnt ihr dann beim Mitschreiben auch mal die Pause-Taste drücken oder vor- und zurückspulen. Ja, vor allem legt euch eben, ob jetzt Zettel und Schreibzeug bereit, denn es lohnt sich, die hier genannten Stichwörter und Quellenangaben mitzuschreiben. Denn auf der sicheren Seite seid ihr immer dann, wenn ihr uns nicht nur interessiert zuhört, eben sondern alles hinterfragt und selbst noch recherchiert. Also, nun die folgenden drei Playlisten, die handeln um das Thema, was sagen wir, zur Wiederherstellung und Gesundung der Naturplätzen. Also es geht um den Anbau aller Nahrungsmitteln, die trotz alledem ertragreicher sind, ganz ohne Dünger, Ressourcen, Zeit oder Platzprobleme auskommen. Und also die erste Playlist, die wir euch vom CryptoTV-Kanal auf YouTube vorstellen, trägt den Namen Permakultur und Co. Was ist Permakultur? Wiki schreibt dazu, Permakultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen zielt. Ursprünglich für die Landwirtschaft entwickelt, ist sie inzwischen ein Denkprinzip, das auch Bereiche wie Energieversorgung, Landschaftsplanung und die Gestaltung sozialer Infrastrukturen umfasst. Grundprinzip ist ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften mit allen Ressourcen. Ja, also Sepp Holzer ist einer der bekanntesten, der die Permakultur wieder in die Erinnerung gerufen hat, die man da in diesen Videos hier finden kann. Aber die anderen Videomacher in der Playlist haben auch sehr wertvolle Tipps für die Landwirtschaft. Wie zum Beispiel hier bei vier Hügel, wie man Hügelbeete anlegt, über richtige Werkzeuge, aber auch Kompostierungstipps. Ah ja, und auch das Heilkräuterwissen darf nicht fehlen. Hier mit den Besten in diesem Bereich, nämlich mit Wolf-Dieter Storl. Und so habt ihr eben viel sicheres Infomaterial zum Verwirklichen, damit eure Region wirklich wunderbar wird und durch uns alle dann eben auch eine bessere Welt. So, nun weiter. Ein ebenfalls geniales Video in dieser Playlist ist das von dem Mykologen Paul Stamets. Oder Stamets. Er zählt in diesem Film hier 6 Wege auf, bei denen Pilzmyzel helfen kann, die Erde zu retten, so sagt er. Durch Reinigung eben vor Schmutz der Erde, durch das Bilden von Insektiziden und sogar durch Behandlung von Bocken und sogar von Grippe. Ja, und kurz erklärt sind die Videos hier über Terra Preta. Man kann darüber sagen, dass es hier um eine Erde handelt, die man in Amazonas gefunden hat. Sie hat einen sehr, sehr extrem höheren Humusgehalt, die was auf die also natürliche Erde bei uns, der Humusgehalt, bei Weitem um Dimensionen übersteigt. Ja, also diese Erde wurde bis zum Ankommen der Europäer in Amazonas noch von den Indianern selbst hergestellt und in die Erde ausgelegt, die natürliche Erde ausgelegt. Eben nach Kolumbus wurde dies dann von den Indianern beendet. Und ist eben
vergessen worden, erst bis jetzt vor kurzem wiederentdeckt. Bei Ausgraben in Amazonas. Man hat es eben diese Erde auch untersucht. Und in diesen Videos wird eben erklärt, was Terra Preta ist, genau, die Geschichte da ist und wie auch, wie man es selber herstellen kann. Ja, und dann gibt's auch noch Videos über den Verein Verkehr. Bei uns in Salzburg ist es auch ein wunderbarer Verein. Der veranstaltet sehr inspirierende grüne Straßenfeste alljährlich zum Beispiel. Und auch ein Urban Gardening machen mit der Bezeichnung zum Beispiel Initiative Plattform, wo in freien Grünflächen in der Stadt Gemüse angebaut wird. Viele andere Aktionen findet ihr in dieser Playlist, wie zum Beispiel die Aktion eben Sonnenblume, die Gehzeugaktion, den Kaufnix-Tag, auch unter dem Namen Buy Nothing Day bekannt. Und viele andere geistreiche Denkanstoßaktionen werden in dieser Playlist über Verkehr euch ins Auge springen. Ja, es gibt noch viel mehr, eben Videos über Agnihotra. Also Agnihotra Asche, das ist ein perfekter Dünger und kann auch in deinem Gesundheitswesen wunderbar eingesetzt werden. Und diese zwei Videos zeigen euch, was die Agnihotra Homa Feuertherapie ist und kann. Und ein Video, das was speziell auch ich selber hergestellt habe, das zeigt euch dann, wie man das selbst zu Hause ganz einfach praktizieren kann. Einfach, man braucht da nichts kaufen, außer die Zutaten herstellen kann man alles selber. Okay, ja, was zu guter Letzt haben wir in dieser Playlist noch ein Video über die Anastasia. Das ist ein kurzes Video über die Techniken der Landwirtschaft anhand von Anastasia. Also am besten, man liest nach diesem Video gleich das Buch. Das Buch hat den Titel Anastasia, Tochter der Tiger. Gibt es 10 Bücher schon mittlerweile. Und man findet nur sehr selten so extrem wertvolle Tipps für die Landwirtschaft wie eben in diesem Buch. Und ein bisschen was wird auch schon, ein paar Tipps kommen in dem Video hervor. So, nun wechseln wir zu einer anderen Playlist, den KryptoTV YouTube-Kanal. Und zwar zur Playlist mit den Namen Gemeinschaftsgärten und Permakultur. Bindestrich Karin Frank zeigt Möglichkeiten. Also in diesen Videos von der siebten Montagsinfo, die wir selbst ja auch produziert haben, will uns Karin, wir haben ja mittlerweile schon 9 Montagsinfo-Veranstaltungen gemacht, wo immer wunderbare Sprecher, interessante, wertvolle Vorträge gehalten haben. Aber in der siebten Montagsinfo hier will uns die Karin näher bringen, wo im bayerisch-österreichischen Bereich, Salzburg, Niederösterreich, aber auch andere Bereiche, bei Gemeinschaftsgärten mitmachen könnt, also euch selbst versorgen könnt mit Gemüse. Es werden hier auch gute Tipps im Gartenanbau und insbesondere der Permakultur auch gegeben. Ja, und zu guter Letzt geht's nun zu dieser Playliste. Die wertvollste Playliste, die es in puncto Natur, Nahrungs- und ja, Lebensrettungsmöglichkeiten gibt, meiner Meinung nach. Ihr findet sie unter dem Namen die Playliste der Urzeitcode 1988. Also am besten selber ansehen. Nur kurz erläutert. Also hier erfährt ihr, wie man den tierischen oder auch pflanzlichen Gencode so optimiert, dass er 5 bis 10 Mal gesündere, widerstandsfähigere, ertragreichere, also größere Pflanzen in der Aufforstung und Nahrungsproduktion erzielen könnte. Zu sehen waren diese Videos 1988 im Schweizer Fernsehen. Ja,
Und nun geht's wieder zurück ins FS1-Studio, weiter, wo wir mit Bauchy über genau diese Lösungen, die hier in diesen Videos beschrieben werden, besprechen werden. Denn viele Beispiele eben finden wir auch in seinem Buch 2020 wieder. Ich brauche halt, ne, das Schöne ist, ich brauche nicht darauf zu warten, dass sich diese Dinge alle in der Materie manifestieren, um in Aktion zu treten, sondern ich kann direkt in Aktion treten, indem ich einer von denen bin, die schon mal anfangen, sich so zu verhalten. Die Lösungen und Möglichkeiten, was in dem Buch stehen, sind ja alle schon da. Wie du am Anfang gesagt hast, wie er aufgebracht ist, danach, dann war alles viel grüner und so, ja. Gerade aber nur 5 Jahre in der Zukunft. Da fragen sich auch oft viele Menschen, wie soll das möglich sein, dass gerade in 5 Jahren in der Zukunft alles so schnell überwuchern kann, weil so schnell kann auch Pflanzen auch nicht wachsen. Und dann erinnere ich mich daran, wie ich noch ganz ein kleiner Bub war, da haben wir von Kurt Felix einmal das mit dem Urquot angeschaut. Ja, Urquot. Hat der Kurt Felix, den was eigentlich die Menschen von Verstehen Sie Spaß kennen, hat mal zwei interessante Menschen eingeladen. Die haben die Körner von Pflanzen oder Fischeier und da ein elektrisches Feld gegeben, sodass noch ein genetisch die Urgenetik wieder entstehen konnte. Und so wurden die Pflanzen größer, prächtiger, ertragreicher. Die Fische, wie Forellen, haben die Eier genauso mit elektromagnetischem Feld bestrahlt. Die Forellen wurden größer, intelligenter, robuster. Deswegen heißt das Urzeitcode. Die Pflanzen, die dann entstanden sind, kannte man aus fossilen Funden. Das heißt, früher waren diese gleichen Pflanzen, die jetzt irgendwie sehr reduziert dann halt sind. Also das degeneriert. Ja. In diesem Urzustand. Und dann ist das halt auch alles aus den Medien verschwunden. Also ich habe genau die Stelle gerade hier. Weil Nathan steht da auf einmal halt vor, in diesem ganzen Grün, in diesem permakulturellen Grün, vor einer Maispflanze, die 5 Stränge hat statt einen und an jedem Strang bis zu 10 riesengroße Maiskolben. Und der Manuel, mit dem er da unterwegs ist, erzählt ihm, dass das halt gerade, dass diese ganzen Wälder um ihn herum gerade mal 3 Jahre alt sind. Die was vorher gar nicht da waren, die Wälder. Vorher gar nicht da waren. Ja. 3 Jahre entfernt es mir, wie ist das möglich? Schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts fanden Forscher eines Schweizer Agrarunternehmens heraus, dass Samen, wenn man sie auf eine bestimmte Art und Weise bestrahlt, wesentlich schneller, größer und ertragreicher wachsen. Da das Unternehmen aber am Verkauf von Samen interessiert war, war ihnen diese Entdeckung nicht dienlich. Also die sind alles in Schubladen verschwinden, die keiner öffnen durfte. Das ist tatsächlich damals dann passiert. Vor allem, nachdem damals schon die Mainstream-Medien von diesen Erkenntnissen berichteten, ist das dann in den Schubladen verschwunden, und sie dann im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends, dieses Jahrtausends, im Internet unter dem Suchbegriff Urzeitcode leicht zu finden waren, kam dann aber in Verbindung zu Jeff Lorton, der hier als derjenige ist, der die Permakultur bekannt gemacht hat, also flächendeckend bekannt gemacht hat, alles wieder zum Vorschein. Alles, was er säte, war bestrahlt. Das Ergebnis siehst du vor dir. Was ist mit Monsanto? Das letzte, was ich diesbezüglich mitbekommen habe, sagt Nathan jetzt wieder, war ein Bericht über Maisbauern in Mexiko, die mitteilten, dass der Wind ihre Monsanto-freien Felder mit Monsanto-Samen kontaminiert hatte und somit kaum noch natürliches Samengut verfügbar war, selbst im Herkunftsland des Maises. Ich konnte der Urzeitcode das wieder retten. Ja, erzähl mal mir jetzt weiter. So wurden Hybride wieder genau. Pflanzen, dass sie reproduzieren können. Das steht im nächsten Satz. Ja, weil die Bestrahlung eben den Gencode der Pflanzen zurücksetzt. Deswegen heißt er so. Man fand heraus, dass bestrahlte Pflanzen Versionen von Pflanzen wachsen ließen, die man aus Fossilienfunden kannte. Daher der Name Urzeitcode. Und anscheinend war es egal, ob die Mutation des Samens nun auf natürliche Weise stattgefunden hatte oder durch ein Genlabor verursacht worden war. Die Bestrahlung setzt jeden Samen auf diesen Gencode zurück, der vor Jahrmillionen aktiv war. Und das steckt in den Schubladen bei uns rum und wartet immer noch, dass wir es nutzen. Ja. Ja.
Und das ist aber auch was, wo ich halt eben gerade auch sehe, da brauchen wir gar keinen zu irgendwas aufzurufen. Das Interesse ist offensichtlich groß genug, auch dass dieses Buch sich gerade so verkauft, liegt nicht daran, dass das so geil wäre. Mhm. Sondern dass die Leute interessiert sind an Dingen, die sie darin lesen. Mhm. Das ist, also ich verbinde mit diesem Buch keinen weiteren Verdienst. Jetzt nicht ein super toller Typ, weil ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe da nur gemacht, was ich immer mache, mein Ding. Ich habe da vor mich hin Spaß gehabt und am Ende war dieses Buch da. Mhm. Aber dass es überhaupt zu einem Bestseller werden konnte innerhalb von 2 Monaten schon, liegt ausschließlich daran, dass das Interesse in der Welt gerade so groß an solchen Dingen ist. Das ist das Wesentliche. Da sind wir nämlich auf einmal wieder bei uns. Da sind wir nicht beim Buch, da sind wir bei uns. Warum interessiert uns sowas? Weil wir sowas erleben wollen. Und da ist es tatsächlich, dieses Buch kann dann sehr, sehr schnell und sehr effektiv begeistern. Und mit dieser Begeisterung, die dann auf einmal in einem spürbar wird und mit dem Wissen, wow, das geht gerade alles voll ab und ich kann jederzeit einsteigen, mit dabei sein und muss letztendlich nichts anderes tun, als meinen Kopf umzupolen von dem, wo ich ja die meisten Leute doch wissen, dass es eigentlich längst mal nötig wäre. Mhm. Es ist auch ja gar keine Schande zuzugeben, dass ein gewisses Umdenken in jedem Kopf gerade, auch in meinem, doch gar nicht so unbedingt was Negatives wäre. Ja, wenn man sich das mal überlegt, wenn man sich die Menschheit da anguckt, wenn man sich die Menschheit hier in 2015 anguckt, also wenn man sich die Menschheit als einen Menschen vorstellt, dann ist das Bild relativ passend, wie man ihn denn darstellt bei dem, was er gerade tut, im Großen und Ganzen ihn darzustellen als einen Menschen auf einem Ast, an dem er sägt. Und das betrifft gerade tatsächlich jede einzelne Zelle von uns. Ja. Wenn wir wie gewohnt und wie wir sollen leben, gehören wir zu dem Organismus, der an dem Ast sägt, auf dem er sitzt. Und so zwar weit mit Jubel. Aber habe ich ja recht. Und das ist das halt. Mhm. Ne, wenn man dieses Bild sich mal ausreichend lang anguckt, um zu verstehen, doch, ich bin da auch mit drin. Ich gehe nämlich auch zur Arbeit, bloß weil ich das muss. Und die Kohle gibt mir letztendlich das Recht zu sagen, ja, ich muss das ja. Und da, ne, der Tag wird kommen, da wird das aufhören, dass für Geld irgendeine Axt oder Kettensäge in einen Baum geschlagen wird. Mhm. Und dass diese ganze Abholzerei auf der Welt stattfindet, das ist das, weil die Leute das müssen, weil sie keine andere Wahl haben bis dato. Wer das Buch gelesen hat, hat diese Ausrede leider nicht mehr. Mhm. Die 4. Playlist, die wir für euch auf dem CryptoTV YouTube-Kanal abgespeichert haben, hat den Namen Freie Energie. Hier sind viele Videos, die sehr viel über die wiederentdeckten freien Energien beschreiben. Also zusätzlich empfehlen wir euch wieder die folgenden Suchbegriffe auch in Büchern und im Internet nachzurecherchieren. Aber auch kann auch im Fernsehen natürlich. Und dann werdet ihr sehr schnell erkennen, dass es heute schon ganz leicht möglich ist, eine gesundere Energie für Natur, Mensch, sowie eben kostenlos und eigentlich auch vollkommen ressourcenfrei ein technisches Zeitalter einläuten, wo wir alle von jeglicher gefährlichen, kostspieligen, aber auch eben sinnloser Arbeit befreit werden würden. So könnte sich schon längst unser Geist und unsere Natur in Frieden und in Freiheit voranentwickeln. Nikola Tesla hatte schon eben im 19. Jahrhundert, also schon vor fast mehr als 200 Jahren circa, einen Turm gebaut, wo er Energie wie unseren Strom heute oder Funk oder TV-Wellen kann man jede Energie eben drahtlos
über den ganzen Erdball ganz ohne notwendige Steckdosen in den Haushalten, zu den Maschinen oder Radio- und TV-Geräten übertragen konnte. Wie so ein Turm. Riesengroß. Ich muss mich kurz halten. Vollkommen gesundheitsunbedenklich eben und sogar kostenlos eben. Da ja die Energie über den Strom aus dem Nullpunktraum gezapft hatte. Wo keine Sonnen, Wind, Wasser, Atomenergie genutzt werden musste, da diese Energie allein ausreichte. Manche Wissenschaftler nennen die Energie, mit der Tesla geforscht hat, auch das Ätherfeld, Orgonfeld oder eben auch Freiraumenergie. Aber eben nicht nur Tesla, dem wir auch den gesünderen und effektiveren Wechselstrom verdanken, aus dem minderen Gleichstrom, so haben auch noch viele andere großartige Wissenschaftler Patente erschaffen, ja, die nur noch darauf warten, aus der Schublade zu kommen. Also, wenn ihr mit den folgenden Suchbegriffen, die hier in dieser Playlist ja auch drin sind, selbst nachrecherchieren wollt, um sich regionalpolitisch zu engagieren, werden wir alle diese Zukunft für Wohlstand und Gerechtigkeit erleben. Also schaut eben mal noch so Stichwörter im Internet nach wie Nikola Tesla, Viktor Schauberger, Burkhard Heim, Wilhelm Reich, Wolfgang Wiedergut, Professor Dr. Klaus Tortur und Professor Dr. Senf. Und ja, auf die andere Name kommt ihr dann selbst da, was da noch gibt. Gibt's unzählige. Und ja, und was interessant ist, ist die Cassie Foundation auch. Da gibt's auch schon viele Anleitungen, wie man sie auch selber freie Energien, Maschinen selber herstellen kann. Also es geht wirklich schon aufwärts. Aber es gibt viele andere ja, Menschenorganisationen, die gute Maschinen baut haben. Die Cassie Foundation ist wunderbar. So, und nun, ja, zurück zum Bauchi. Mal schauen, was der uns darüber zu berichten hat. Weil da ist explizit eine andere Alternative. Was alles falsch läuft, wissen wir ja alle, wenn wir es ganz ehrlich sagen. Konzentrieren wir uns einmal auf die Lösungen. Das ist das, was mich so interessiert an dem Buch. Weil auch zum Beispiel in die Tesla-Technologie wird da drinnen auch wieder praktiziert. Ja. Nikola Tesla war der Wissenschaftler schlechthin. Der hat das Radio erfunden, der hat die Glühbirne erfunden. Das war nicht der Edison, wie das viele Menschen meinen. Ja. Nikola Tesla hat sogar es geschafft, Energie, Strom, oder so Strom, der was für Menschen erträglich ist, über die Atmosphäre zu leiten. Ja. Das ist wie heute. Man braucht keine Stecker, muss keine Stecker. Das ja, gibt es dann schon. In dem Moment, das gibt es 2020 und es steht halt explizit drin, dass die ersten Prototypen 2016 rauskamen, nachdem es aufgehört hatte, dass die, die sich mit diesen Dingen beschäftigt, drangsaliert und weggesperrt und dann auch ganz andere Sachen, dass denen das einfach nicht mehr zustößt. Auf einmal konnte man frei an diesen Sachen arbeiten und halt eben auch wirklich das gesamte Konglomerat all derer, die in irgendeiner Form damit daran interessiert sind, übers Internet verbunden, in einem virtuellen Raum, in dem der entsprechende Austausch stattfand, der nötig war, um jeden an seinem Platz, in seinem Labor, an seinen Geräten und seinen Maschinen die laufenden, funktionierenden Prototypen herzustellen. Gibt's auch schon. Habe ich selbst oft genug, ich habe es zwar nicht wirklich live gesehen, aber ich weiß aus. Ich habe es schon live gesehen. Ja, aber ich weiß auch wirklich, die Videos, was ich gesehen habe, die sind wirklich astrein. Und ich kenne sehr viele vertrauensselige Menschen, die was da wirklich dran arbeiten, wo man leider auch nicht. Es ist auch, gerade die freie Energie ist heute noch sehr gefährlich, weil wie Nikola Tesla ist komplett verarmt, weil der JP Morgan gesagt hat, ich kann ja da keinen Zähler anbringen, ja. Aber wie kommt das, ändert sich. Und
Und den haben sie noch richtig gequält. Ne? Und der ist verarmt. Ja. Und dann irgendwann gestorben. Mhm. Bei anderen Leuten haben sie es, wo waren sie denn ehrlich, auch noch einfach weg. Jetzt werden wir uns über das Bildungswesen unterhalten. KryptoTV vom freien Fernsehen FS1 und viele andere öffentliche und private Sender haben dazu schon einige Filmbeiträge veröffentlicht. Gebt bei Google Suche KryptoTV YouTube Kanal ein. So gelangt ihr auf unseren YouTube-Channel. Auf diesem Kanal haben wir dafür gleich auf der Hauptseite eine passende Playliste abgespeichert. Klickt dazu auf diesen Titelnamen, Schulen der freien Intelligenzen. Hier gibt es schon sehr viele Videos, wo ihr etwas über die neuen Schul- und Bildungswege erfahren könnt. Bei der Auswahl eines dieser Filme gelangt ihr dann zum Videomonitor und zu einer zusätzlichen Playlist-Funktion von diesen Videos, was ihr hier sehen könnt. Und eben jetzt hier. Zusätzlich empfehlen wir euch noch folgende Suchbegriffe, die wir gleich einblenden werden, in Büchern und im Internet und so selber nachzurecherchieren. Denn so werdet ihr gleich sehen, dass es nicht nur viele positiven Ideen schon in den Köpfen erdacht wurden, sondern auch schon heute viel und erfolgreich umgesetzt wird. Wie wir zum Beispiel mit den Schulformen bei der Leihschule. Die Waldorfschule. Und auch bei den vielen Freilernern sehen können. Gut, die Suchbegriffe für Personen zu diesen Themen der neuen Schulwesen sind André Stern, Freilernern, Eduard Kahn, die Leihschule, Franz Josef Neffe, Gerald Hüther, Rudolf Steiner, Dagmar Neubronner, auch wieder so für die Freilerner, und Axel Burkhardt, Waldorfschule. So, und jetzt wieder zurück ins Studio, wo Bauchi uns schon wieder erwartet. Denn auch vom Bildungswesen der neuen Zeit will er uns viel Interessantes erzählen. So intelligent wie der Tesla war, werden auch noch die Kinder der Zukunft, weil das Schulsystem sich ja auch rapide verändert. Das Schulsystem verabschiedet sich gänzlich. Wir haben bei KryptoTV selbst schon von Franz Josef Neffe, ja,
André Stern, das ist selbst auch unterrichtet. André Stern steht auch in dem Buch. Aber finden wir alles in dem Buch da drinnen. Da sieht man schon, wie viele Menschen sich damit befassen. Über die Schulsysteme, die Dagmar Neubrauner haben wir auch schon mal was gebracht, was über die Missbildung der Kinder heute berichtet. Ihre beiden Kinder sind ja auch in der Schule. Ja, ganz genau. Und ihr Sohn, wie heißt er jetzt noch? Ich hab's vergessen. Frag's mir ja. Hat gerade in Deutschland als erster Unschooler, also der überhaupt nie in der Schule war, sein Abitur hingelegt. Ja. Hat sein Abitur hingelegt und ja, sorgt gerade in Deutschland für entsprechend Rummel und Furore, weil er gerade tatsächlich mit Recht das gesamte Bildungssystem in Deutschland mal effektiv in Frage stellt. Das staunt man, wie intelligent diese Menschen sind. Ja? Es gibt nicht doch diese! Nicht diese, das ist das, wo André Stern explizit darauf hinweist. Er sagt die ganze Zeit, ich bin nicht außergewöhnlich. Naja. Ich bin nicht hochbegabt. Nee, er sagt, ich bin nicht hochbegabt. Er hat ja französischen Akzent. Aber das ist eben genau der Punkt. Das ist das, wie jeder Mensch sich entwickeln würde, wenn man ihn ließe. Es gibt ein tolles Sprichwort, 98% der Menschheit kommen hochbegabt auf die Welt. Beginnt die Schule, sonst nur noch 2%. Ja, da ist ja was dran. Mhm. Auch so schön, wie André das erzählt. Die Menschen, der Mensch wird mit dem genialsten Lernapparat überhaupt geboren, nämlich im Spieltrieb, und der Fähigkeit, sich zu begeistern. Und dann kommt dieser junge Mensch nicht nur aus dem Mutterleib raus, sondern er will dann auch raus in die Welt. Das ist ja ein Drang, sobald wir laufen können, laufen wir überall hin. Und wollen die Welt erforschen. Dafür ist die ja auch da. Als Kinder ist uns das noch überhaupt gar nicht klar, warum die für irgendwas anderes da sein sollte, als um sie zu erleben. Und dann sagt André, gehen diese Kinder in die Welt raus. Und wenn die 6 Jahre sind, dann nimmt man sie aus dieser Welt heraus, steckt sie in der Schule, um sie auf die Welt vorzubereiten. Und da fängt der Schwachsinn der gesamten Überlegung dieses allgegenwärtigen Schulsystems überhaupt erst an. Ich glaube, wenn man ein Kind war, was willst du mal werden, dass man es nur eine Möglichkeit gäbe, ja. Wer sagt denn, dass ich nicht schon was bin? Als ich kenne 100 Stück schon was, ne? Was willst du mal werden? Was bist du? Da, wenn du das weitermachst, dann wirst du besser darin. Ja, das ist natürlich ein sehr manipuliertes Ganze. Und dieses Manipulierte macht uns einmal krank, schwächer und eigentlich rückentwickelnd. Und das ist das größte Problem, dass man eigentlich statt vorwärts zurückentwickeln. Und das hält uns komplett auf. Wir kämpfen, wir haben schon längst viel. Weiter sein, wenn man diese Lämmige oder diese wirklich gut verwirklichen. Also ich empfehle da eine andere Sichtweise. Weil das jetzt auch schon wieder, du hast es gerade schon gemacht, also auf die positiven Sichtweisen. Ich habe eben zweimal schon gemerkt, dass ich gerade selber negative ins Spiel gebracht habe. Ja, wir sind auch so wie das ist. Ne? Und ich weiß, dass das sehr viele Leute gerade so sehen. Ja, wir entwickeln uns zurück. Man kann einen ganzen Haufen sehr, sehr unschöne Dinge über den Menschen im Moment sagen. Wenn man das aber mal nicht tut, sondern den Menschen sieht als, oder die Menschheit letztendlich im Ganzen gerade, das ist nämlich tatsächlich ein globales Ereignis, ein globales Phänomen, im Rahmen eines Geburtsprozesses sieht. So, wir haben uns gestern noch über Timothy Leary unterhalten. Mhm. Timothy Leary schreibt in Exopsychologie, das jetzt Exopsychologie heißt, ja, schreibt er explizit gewisse Stadien der Menschheit auf. Und der Homo sapiens, schreibt er, ist der freie Mensch im larvalen Stadium. Sprich, die Raupe, die zum Schmetterling wird. Die Larve. Wir sind auch im Larvenstadium. Jetzt können wir uns das vorstellen wie eine Raupe, die ihren Kokon aufbricht. Ich finde aber, dass wir
ein anderes Bild viel leichter benutzen kann, nämlich das mit dem Ei. Ne, da ist ein Vogel drin, der gerade tatsächlich über sich und seine Welt hinaus wächst. Mhm. Er wird zu groß für dieses Ei. Mhm. Und ja, habt ihr Kopfschmerzen in der letzten Zeit, gehört mit dazu, wenn man, und da findet das alles statt, deswegen es ist ein erhöhtes Maß an Kopfschmerzen im Moment völlig normal, weil es da auch eben an die Substanz geht, es ans Wesentliche, da geht es an die Selbstverantwortung und diese, das sind all die Sachen, über die wir normalerweise vorher überhaupt gar nicht denken wollten, weil es ja bedeuten würde, wir müssen Verantwortung für uns selber, dass das eigentlich der absolut geile Freifahrtschein ist, ist den meisten Leuten nicht bewusst dabei, sondern sie sehen da eine schwere Verantwortung drin. Das ist aber tatsächlich eine sehr leichte Verantwortung. Wenn ich für mich selber lerne, Verantwortung zu übernehmen, wird mir sehr schnell klar, wie viel Spaß das macht. Weil es in der Umsetzung bedeutet, dass wenn ich vertreten muss, was ich tue, und ich dadurch derjenige bin, der entscheidet, was ich tue, ich viel mehr Dinge tun, die mir Spaß machen, mit denen ich mich auch... Das ist eine logische Sache. Das ist doch logisch. Konzentrieren auf das, was dich stört, sondern das, was du über dich selbst tun. Und dann ist nämlich jeder Einzelne von uns wie ein Vogel im Ei, der gerade aus seiner Welt herauswächst. Deswegen bricht gerade auch überall das Weltbild zusammen. Das ist die Vogelschale, das ist die Eierschale. Vogelschale. Die Eierschale, die dann bricht. Und ja, wir machen das vor allen Dingen mit unseren Köpfen, bildlich gesehen. Und drücken diese Schale auf und gucken irgendwann dann tatsächlich so, so mit so einem Auge da raus und sehen schon, dass dahinter was anderes ist. Das ist ja auch was, was wir seit Jahren irgendwie mitbekommen, dass da irgendwas in unserem Leben ist, was sich nicht einfach hinmalen oder beschreiben lässt oder hören oder sehen oder fühlen oder schmecken, sondern etwa fühlen lässt es sich halt eben sehr wohl. Da man aber in den letzten paar Jahrtausenden über Gefühle dann immer weniger frei reden konnte, ist das eigentlich das da. Und das ist das auch wieder, was wir dann halt tun, um die Eierschale, wir fangen an, darüber zu reden. Wenn wir anfangen, darüber zu reden, steigert unser Bewusstsein. Wir werden noch größer und passen in unsere Welt nicht mehr rein. Und wachsen so einfach aus ganz natürlichem Antrieb aus dieser Eierschale raus, in eine neue Welt, in ein neues Selbst, in ein neues Sein. Und da braucht überhaupt gar keine Angst vor zu haben. Und da kann auch keiner sagen, ja, das wird nie funktionieren, weil das ist nichts, wozu ich gerade anrege. Das ist das, was ich seit Jahren beobachte und meine Studien damit sich beschäftigen, was denn eigentlich auf diesem Planeten auch in den Köpfen so passiert. Und ist es überhaupt, ist es so einfach, den Leuten hinter den Kopf zu schauen. Man muss einfach mal gucken, was die so auf Facebook posten und so. Oder wenn ich zum Beispiel im Fernsehen sehe, dass eine Frau Merkel sagt, dass es ein Irrtum sei, dass ein Staat nicht bankrott gehen könne, dann muss ich nicht groß Hellseher sein, um zu wissen, dass in Frau Merkels Kopf auf jeden Fall auch Gedanken drin sind, die mit einem Staatsbankrott zu tun haben. Und das ist nur ein Beispiel. Aber so kann man sehen, womit die Leute beschäftigt sind. Und immer mehr beschäftigen sich, und das sind nicht welche, die dazu, also da sind seit Jahren Leute dazugekommen, jeden Tag immer mehr Leute dazugekommen, die dann alle mit dabei geblieben sind. Da ist keiner wieder zurückgegangen. Folglich ist doch da gerade eine Völkerbewegung, jetzt ist im Moment wieder dieses wunderschöne Beispiel in der Matrix, an dem wir auch wieder etwas gespiegelt sehen können, das sogenannte Flüchtlingsproblem, das überhaupt gar kein Flüchtlingsproblem ist, eigentlich ist es überhaupt gar kein Problem. Die Lösung wäre, einfach uns gegenseitig als Brüder und Schwestern anzuerkennen und wir würden keinen Fremden mehr sehen. Mhm. Und wenn wir dann auch noch mit denen einfach in Symbiose leben, wird es an nichts mangeln. Das heißt, dieses Problem existiert überhaupt gar nicht. Gut, aus guter Christ, wenn Saras bestammen alle nur von einem Pärchen, auch können wir nur Brüder und Schwestern sein, ja. Wie es dann wieder mal zeigt. Mutanten müssten wir wohl sein, auch. Und wenn wir alle von Adam und Eva abstellen, man möchte nicht wissen, wie die beiden ausgesehen haben. Wenn wir uns über all diese Generationen immer weiter mutiert haben. Aber ich wollte sagen, es gerade, wie es wieder mal sagt, eigentlich gibt es gar keine Probleme.
Probleme werden prinzipiell nur gemacht. Es gibt kein Drama, kein Dilemma, kein Problem, das du dir nicht selber schaffst. Die werden nur gemacht. Und wenn es dir nicht, wenn du tatsächlich zu blöd bist, dir ein Problem selber zu schaffen, dann nimmst du einfach eins aus dem Fernsehen. Ja, kann ruhig blöd sein. Nur wenn man dein Buch liest, kann man ruhig blöd sein. Die Lösung ist also einfach, was du drin steht. Das versteht jeder. Das ist auch sehr cool. Ich finde das super cool. Ich weiß von einigen Fällen, wo dieses Buch zur abendlichen Lektüre der Kinder gehört. Die wollen das hören. Die Kinder sagen, ich lese mir da weiter draus vor. Das ist ein richtiges Happy End. Also 7, 8-jährige Kinder. Also, jünger weiß ich jetzt nicht, aber 7, 8, also ich denke mal so ab 1. Klasse Schule sind Kinder durchaus in der Lage, das zu verstehen. Und da ist ja auch sogar noch hier, ich meine auf Seite 24 oder so wäre es gewesen, ach nee, das hat sich ja alles komplett verschoben, auf Seite 24 des DIN A4 Manuskripts. Ja. Aber wo halt eben Stefan dem Nathan reicht, wo ein Kind eine Rolle spielt, hier, das offensichtlich sehr viele meiner Leser hier, inklusive mir selber, zum Heulen gebracht. Weil es so wahnsinnig viel Energie, einfach nur die Situation, die da beschrieben ist, so viel Energie enthält, durch die Magie der Worte. Ich könnte Nathan immer noch knutschen für gewisse Sachen, wenn er es gesagt hat, das ist nicht echt in der Terminologie, das ist ja total krass, weil ich halt auch, ich bin auch Hogwarts-Schüler, ja, ich spiele auch in Harry Potter ganz gerne, wenn es darum geht, Zaubersprüche und ihre Wirkung. Oh, und dann, das lohnt sich auch mal, sich das anzugucken, wenn man mal davon ausgeht, und das bin ich lange genug, dass jedes einzelne Wort, das man am Tag von sich gibt, die Wirkung eines Zauberspruchs. Der mächtigste, der am Anfang war der Klang, da war es ein das Wort. Ja, so, und wenn wir jetzt von schwarzer oder weißer Magie reden und weiße Magie halt eben, sagen wir mal, zum Entfluchen da ist, kann ich zugucken, wie 95% der Menschheit, 95% ist, oder nicht der Menschheit, wenigstens unseres westlichen Systems hier, das wir alle angegeben, 95% halt in der 95% ihres Tages damit beschäftigt sind, alles zu. Jetzt habe ich den Faden verloren. Beim letzten Wort, was habe ich gerade gesagt? End? Das entwirrt. Das darf nicht wahr sein. Es ist egal. Faden verloren gibt es eigentlich nicht. Ihr wisst es vielleicht, der aufmerksame Zuschauer hat gerade mitbekommen, was ich sagen wollte. Deswegen brauche ich das hier gar nicht anzusprechen. Ich, sowas finde ich auch voll toll. Sowas passiert auch nicht grundlos. Gibt ja auch dann wieder. Man soll auch nicht etwas zerreden. Ja, weil Gott, das Gefühl, was man aufnimmt, viel, viel mehr wert ist, ja. Weil was kann man auf den Wörtern fassen? Damit macht man den Irrmaschinen wieder was, weil dann fehlt was davon. Ja, das ist halt Wörter. Der Hausverstand, halt das Hausverstand sagt einen ja. Wenn ich auch mit dem Hammer auf den Finger hau, dann tut dies ihm weh. Ja. Ja, und dann mache ich nur deswegen. Auch ein geiles Bild wieder. Auch das, was du mir gerade wieder gibst. Wenn ich die Menschen so sehe, ne, und mich auch, den Georg Berus, der ich früher mal war, eine Tätigkeit, so die auch sehr wieder mit dem Bild von dem Menschen auf dem Baum, an dem Ast hängt, auf dem er sitzt. Homer Simpson. Mit dem Hammer in der Hand. Aua, 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 aua. Und immer weiter, und immer weiter. Die rennen mit dem Kopf gegen die Wand. Weil sie im Fernsehen sehen, das macht man so. Und machen sie mal weiter und schneiden sich permanent die ganze Zeit selber in den Finger. Und nur deswegen haben so viele den Grund, sich zu beschweren. Weil sie sich selbst beschweren. Weil, nicht, jetzt meine ich das nicht mit dem Motto, sondern sie belasten sich mit einem Haufen Scheiße, wenn sie über das Fernsehen als wichtig ansehen und sich dann halt jeden Tag tatsächlich auch noch zu Gegnern machen lassen. Von Flüchtlingen, von Asylanten, von Rechten, von Linken, von Bankern, von Bettlern, von Rechten, von Linken, von oben, von unten, von allen Seiten werden sie bestrahlt mit, boah, das ist Scheiße und die sind schuld. Dieses Spiel kennt jeder. Jeder hat schon mal vom Teile- und Herrschenspiel gehört. Das funktioniert auf die Weise. Das ist Scheiße und die sind schuld.
Da muss man oftmals genug darauf hinweisen, damit die Scheiße überhaupt von genügend Leuten wahrgenommen wird, die dann auch noch wissen wollen, wer denn überhaupt schuld war. Über das Fernsehen ist das mittlerweile sehr einfach. Man macht irgendwo eine Bombe rein, dann hat man die Aufmerksamkeit sofort genommen. Das ist Scheiße und die sind schuld. Jetzt funktioniert das Ganze noch viel besser über einen zweiten Sender, der sagt, ja, das ist definitiv Scheiße, aber die sind schuld. Ja, so. So, Hauptsache keiner so sagt, wir sind schuld. Immer nur mit dem Problem, statt dann zur Lösung. Genau, das ist der Punkt. Dann bist du nämlich in einem Problem verstrickt, das eigentlich überhaupt gar nicht existiert. Also und du spielst es ne? mit, und das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Jedem ist bewusst, dass die da oben Teil und Herrsche spielen. Aber ich habe noch von niemandem gehört, ja, aber ich spiele es ja auch jeden Tag mit, ich schussel. Jedes einzelne Mal, wenn ich Partei für irgendwas greife, jedes einzelne Mal, und jedes einzelne Mal, wenn ich einen Gegner sehe oder einen Schuldigen oder überhaupt so einen Mist, dann spiele ich dieses Spiel mit. Und dann ist das völlig unerheblich, ob die das spielen. Die werden dann nicht mehr aufhören. Aber wir können damit aufhören. Wir können aufhören, die ganze Zeit Partei zu ergreifen, statt zu sagen, alles ist eins. Wie sieht die Welt aus, wenn alles eins ist? Wie sieht die Welt aus, wenn ich mit den Flüchtlingen eins bin? Oh, da könnte mir passieren, dass ich auf den Gedanken komme, dass ich vielleicht hier selber gerade mal verschwinden sollte und Flüchtling sein sollte, weil ich nämlich hier eigentlich auch auf Pulverfass sitze. Mhm. Und völlig unbeweglich und mit 3 Monatsmieten an meine Wohnung gekettet und mit einem Knebelvertrag das heißt, an meine Arbeitsstelle und noch viel mehr von diesen Knebeln an Handyverträgen. Gis, bla bla bla. Und da wundert ihr euch, dass ihr euch nicht mehr bewegen könnt und eure Körper krank werden? So wird man krank. Das ist auch ein Thema in dem Buch, indem man sich frei bewegt. Wo die Hammermedizin ja auch drin steht, gell? Wo man dann einfach erkennt, dass wenn man krank wird, wie du sagst, man hat sich so viel aufgelastet, dann kommen die Rückenschmerzen, ja? Ja. Wenn einer aber drüber steht, kriegt er niemals diese Symptome in dem das Sinn. Das ist es, ja. Ja. Und dann erkennt man aber auch endlich, wo die Wurzel ja ist von diesem Problem. Ja. Ja? Und das passiert aber nicht, wenn ich zum Doktor laufe und eine Pille fresse, die mir dieses Signal ausblockt. Ja. Das ist wie zum, ne, wie die Frau Birkenbiel auch schon gesagt hat, wie wenn du mit deinem Kontrolllämpchen, was du am Auto gerade angehst, in eine Werkstatt fährst und der Typ knipst das Kabel von der Lampe ab. Da fragst du ja noch, ob der bescheuert ist. Mhm. Ja, aber das hat doch wohl einen Grund, willst du nicht mal den Grund entfernen? Beim Arzt macht das keiner. Jeder geht zum Arzt, lässt sich diese Lampe da abknipsen und keiner fragt, sag mal, bist du bescheuert? Aber das sollten wir jeden Arzt mal fragen. Die wissen es nicht besser. Die sind ja von der gleichen Pharmaindustrie instruiert und geschult. Hochintelligente Menschen, das Spiel der Pharmaindustrie. Natürlich. Ja. Aber das ist der Punkt. Wenn ich Rückenschmerzen bekomme, weiß ich, ich habe im Vorfeld etwas getan, wovon ich jetzt gerade mal auf jeden Fall Abstand nehmen und zur Ruhe kommen sollte. Und dann, wie ein Wunder, verschwinden die Rückenschmerzen. Ja, und das ist doch auch logisch verständlich. Wir brauchen nicht Pillen, wir brauchen Ruhe. Weil der Stress diese ganzen Symptome hervorruft. Ja, Menschen, die wirklich in Ruhe leben, werden sehr alt, sind seltenst krank, haben selten irgendwas zu beschweren. Ja. Ja, was brauchen die Leute denn noch, um in die Knie gezwungen zu werden? Da stehen wir, da drückt das Burnout die schon runter, sie sind ausgebrannt und sie stehen immer noch auf und sagen, ich muss ja aber arbeiten gehen. Also, da sind wir bei Sichtweisen und wie wir denken. Diese Krankheiten, die gehören heute der Vergangenheit an, genauso wie unsere Energieprobleme der Vergangenheit angehören, wie unsere Wirtschaftsprobleme, überhaupt, dass wir uns endlich einmal als Geschwister sehen. Das wird uns sehr gewiss sein. Das Buch ist wirklich spannend. Und vor allem das Wichtigste im Buch sagt aus, weil diese Lösungen, was drinnen stehen, alle nach recherchierbar sind, im Internet, in Büchern, sogar im Feldversuchen, im eigenen Alltag. Da sind nicht nur Sachen drin über irgendwelche Leute, da sind nicht nur so Ostereier wie Namen wie André Stern oder Jeff Lorden oder wer auch immer oder Tesla, die dazu anregen, mal Google anzuschmeißen und was das da nicht ausgeht. Sondern da stehen halt auch sehr, sehr viele Dinge drin, die mit euch selbst zu tun haben, die ihr im eigenen Alltag ab dem Moment, wo ihr das Buch zur Seite legt und dann wahrscheinlich immer wieder mal aufmacht,
Dinge drin stehen, die ihr im eigenen Alltag einbauen könnt und ausprobieren und im Feld versuchen, und dann braucht ihr nicht zu glauben. Ihr erfahrt damit das selber. Das ist ein immenser Unterschied. Das ist der große Unterschied im Bildungssystem zwischen dem, was besteht, und diesem Unschooling-System, will ich eigentlich auch gar nicht so nennen, aber dieses freie Lernen, folgend der spontanen Intuition des Kindes, der spontanen Veranlagung, wie André sagt. Aber das Kind hat ein Interesse und wir haben Interesse und wir laufen permanent den ganzen Tag unseren Interessen hinterher. Also sollten wir tunlichst mal gucken, wofür wir uns interessieren. Wir sollen uns selbst spezialisieren und uns von anderen spezialisieren. Wenn wir uns zu sehr für diese Kiste da, für den Fernseher interessieren, könnte das sein, dass man das sehr, sehr schamlos ausnutzen kann, und es gibt genug Leute, die das auch tatsächlich tun. Aber ihr guckt ja alle schon mal freies Fernsehen, das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Also es ist eigentlich alles prima und wunderbar, wir brauchen auch gar nicht mehr viel reden, wir brauchen nur noch machen. Wie gesagt, in dem Buch steht da alles drinnen, wie man es machen kann, und jetzt werden wir einfach am Bauchi vielleicht noch ein Schlusswort geben, was er an euch wiedergeben will. Und danach gibt es noch ein kleines Zuckerl. Ein Zuckerl, was dir vielleicht ein bisschen wehtun wird, aber danach sehr fein wird, weil der Bauchi detoniert hat. Und der Reini, der kriegt eine schöne Triade, kriegst du drauf, oder? Ja, eine Triade, ein kritisches Zeichen. Ich wollte eigentlich schon immer haben, und das hat sich jetzt ganz toll ergeben. Der Bauchi hat das halt gemacht. Warum machst du die Triade? Ja, das hängt wahrscheinlich mit dem zusammen, weil die Kelten, ja, weil sie so erfolgreich sind, alles Gemeinschaften, die was viel bewegt haben. Und deswegen war das so, so bin ich dazu. Und Triade war dann so ein bisschen ein Treibes in den Ansichten, und deswegen war das so gut. Ist einfach schön. Ja. Und durch den Sinn war das. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich finde den hier auch nochmal auf eine völlig andere Art und Weise wieder. Okay, Dreifaltigkeit habe ich jetzt nicht ganz zu gemacht, aber ich habe das schon. Aber es ist alles, was man braucht in der Mitte, in der Mitte bei der Triade. Okay. Ja. Und da werden wir dann auch sicherlich auch noch ein bisschen was sagen, ein bisschen was einspülen, gell? Und zum Buch, zwar 2020, das Jahr, wird der Bauch jetzt das Abschlusswort gegeben. Ja, also wenn es interessiert, der kann einfach auf die unten eingeblendete Adresse www.2020-die-neue-erde.de gehen und findet da alle möglichen Links, die er braucht, um A, die kostenlose PDF runterzuladen. Keiner braucht das zu kaufen, um Zugang zur Geschichte und zu den Anleitungen zu bekommen. Wer möchte, kann es gerne kaufen. Da gibt es auch einen entsprechenden Link zu. Es kostet 20,20 Euro. Im normalen Buchhandel mit ISBN steht hier drauf. Und ja, es gibt halt eben auch weitere Links, wie zum Beispiel auch Links zu Personen aus dem Buch. Oder ich glaube, hier müssen wir noch einbauen zur Bauchi auf Sendung, die immer freitags 20 bis 23 Uhr auf OkiTalk zu hören ist, okitalk.com. Klaus Klatzel ist ja sehr engagiert auch bei dem Projekt, der kann sich auch sehr damit identifizieren. Bei OkiTalk hat es auch, vor allem die Wellen haben wir durch OkiTalk vielleicht angefangen, oder? Oder? Also ich glaube, naja, die Wellen haben so richtig angefangen zu schlagen, schon als ich die ersten 24 Seiten des Manuskripts einfach so schon mal hochgeladen habe. Und da waren schon genügend Leser, die gesagt haben, boah, wie geht's weiter? So, ne? Und dann hatte ich nochmal die ersten 51 Seiten hochgeladen und dann halt das komplette Manuskript. Und dann hat es, glaube ich, eine Woche gedauert, bis es dann auf dem im Buchhandel zu erhältlich war, und in der Woche hatte das Manuskript schon 5000 Aufrufe bei Skript.de, hatte, seitdem gab es dann schon die komplett vorgelesene Variante von der Sabine Einke, die auf meinem Kanal
inzwischen schon über 10.000 Aufrufe hat und insgesamt noch, ich glaube, weitere 4.000, 5.000 auf anderen Kanälen. Und ja, wie gesagt, also das Buch enthält sehr, sehr viele Dinge, für die sich offensichtlich im Moment sehr, sehr viele Menschen interessieren. Und wenn einer von euch hier gerade irgendwas gesehen hat, was ihn juckt, geht einfach mal auf die Webseite und schaut, ob ihr da irgendwas findet, was euch weiterhilft. Und wenn ihr im Facebook seid, dann findet ihr Gleichgesinnte, die auch Lust haben, diese Vision zu erleben und das miteinander zu tun. Und wir sind da schon ziemlich gut dabei, in die Gruppe Agenda 2020, ein Experiment in der Matrix. Facebook. Auf Facebook. Und ansonsten, wer nicht bei Facebook ist, kann einfach auf die Bierkarte gehen. Da machen wir uns jetzt auch ein bisschen rein. Sagen wir dann Altei. Ja. Eingeblendet und in Abspann. Vor allem, da kennst du komplett alle Daten. Weil das sind ja sehr viele Links, wo man das schon verfolgen kann. Ja. Und ja, macht euch einfach keine Gedanken über diese Seher, die früher so viele düstere Prognosen geliefert haben. Ja. Im Grunde ist das so. Sie liefern uns eine Prognose, ist nur eine Prognose, und was sagt es aus, was machen wir daraus? Und was wir daraus machen, steht in diesem Buch drinnen, und das werden wir alle erleben. Also, ich wurde eben gebeten, das Schlusswort zu übernehmen, und das mache ich hier sehr gerne mit. Die Welt sieht gar nicht so übel aus, wie wir aussehen. Es ist alles gar nicht so schlimm, wir müssen nur das Richtige tun. Und dieses Buch hilft definitiv dabei, auf die richtigen Gedanken zu kommen. Sehr schön. Und jetzt? Interessant. Also genießt es und wir wünschen euch viel Spaß und auch mit dem Buch. Und schaut wieder bei uns rein, denn ihr seid frei, ihr seid behütet und wir alle sind geschützt. Bis bald. Bis bald. Ja, sehr cool. Material world, the things that fade away, let me keep coming back.